Wir gehen in das Cynic-Video rein. Leon! Cabron! Cynic! Como estas, motherfucker? Okay, ich laufe hier halbnackt rum, bin auch schon ein bisschen älter und ein bisschen labbriger, aber was mir beim Bro, so disrespectful, Bruder. Die ist ein gutes Mädchen, Dicker. Die ist immer Herz am rechten Fleck, immer korrekt, immer nett, immer lieb. Ich habe immer das Gefühl, ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen und dich coachen, wenn ich deine Videos angucke. Über mich. Meiner Meinung nach bist du krass unzufrieden im tiefsten Herzen mit dir selber. Deswegen verbreitest du Hass, Bruder. Bro, wenn du es gerne sehen willst, schick mir eine DM, schick mir eine E-Mail. Ich schick dir diesen Ausschnitt gerne per E-Mail oder irgendwie rüber. Dann kannst du es ja nochmal reinziehen, wie ich mich da von meinem Pullover befreit habe an der Stelle, ja? Also ich habe das Video nie gesehen, aber mir hat es jemand auf Instagram geschickt, nachdem dieser Cynic, den ich ja auch nicht kenne, irgendwie über mich geredet. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Okay, Freunde, sollen wir in das Cynic-Video reingehen? Wir gehen in das Cynic-Video rein. Drauf geschissen. Why not? Wenn einer schon über uns redet, über mich redet, da kann man sich das auch gerne mal zu Gemüte führen. Ich habe mir das, die anderen Videos von ihm ja in Mannheim damals auch reingezogen. Let's do it, man, Alter. Ja, wir gehen erstmal rein. Cynic macht Auge. Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest in ganz Deutschland. Obwohl, nee, du bist ja in Mexiko, Alter. Bro, das war ein bisschen cringe, aber. Aber lustig, Bruder. Leon. Cabron. Cynic. Como estas, motherfucker? Chame. Eres en México, no? Sí. ¿Eres peligroso ahora o qué? No, no. Habla conmigo. Es que chill. No dice como, sí, que aquí, sí, dice esto, no. Sí. ¿Entiendes? Habla español. ¿No? Poquito, poquito. Gibt keine Maskenpflicht mehr. What's up, man? Guck mal, Justine ist da, meine lieben Freunde. Ich bin live gerade. Nee, ehrlich? Ja, ja. Scheiße, euch weg. Nein, sag mal hallo, komm mal her, sag mal hallo. What's going on here, man? Ich bin jetzt gerade aber hier in einer anderen Übersicht. Warte mal, ich mach mal groß. Boom. Da ist Justine. Hi. Ja, Mann. Das ist Justine auf jeden Fall. Ich wohne bei Justine gerade. Oh, was denn? Oh, ich lache mich einfach nur tot. Das ist einfach so lustig. Ja, ne? Ja, voll. Ja, Mann. Ich wollte mir jetzt was kochen. Ja, mach ruhig. Ich mach hier weiter. Okay, cool. So, weiter geht's. God damn. In the jungle, the Mexican jungle, the Leon sleeps tonight. Let's do the intro, man. Let's do the intro mal auf... Bro, aber da musst du noch ein bisschen zulegen, wenn du das nachmachen willst, Bro. Und ich wurde mal wieder vor euch geprägt. Junge, ich hab... So viele Leute haben mir geschrieben, ne? Der erwähnt dich in seinen Videos. Guck mal, mein letztes Video, dieses... Digga, ich kann gar nicht, ich kann dieses Lachen nicht verkneifen, Bro. Sorry, Alter, warte mal. Ich muss auch mal wieder die Kamera richtig einstellen. Warte. Man, Hesse, 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 nice. Jetzt schon mal... Das ist schon, ich bin 80% Nigeria, 80% USA und 40% Mannheim. Und das war sogar auch noch Army Base. But I can't speak English for shit. Was ist da los? Viele Leute haben gesagt... Was bezweckt der damit? Weiß ich nicht, Bro. Was bezweckst du damit, Bruder? Was, direkte Frage jetzt an dich. Was bezweckst du damit, dich darüber lustig zu machen, wo ich herkomme, so? Was bezweckst du dich über meine Roots, dich lustig zu machen und so? Was bezweckst du damit, dich darüber lustig zu machen, dass ich vielleicht nicht perfekt Englisch kann, weil ich in einer deutschen Familie groß geworden bin, in Deutschland so, und mit meinem Vater nie Kontakt hatte? So, was ist daran lustig so? Wie kann man sich darüber lustig machen? Was ist daran irgendwie so schlimm auch? Weißt du so? Antworte bitte auf dieses Video, ich küsse dein Herz. Video, mach mal noch mehr Videos, mach mal noch mehr Videos, aber ich schwör's dir, da hätte ich mich auch vor der Behindertenwerkstatt setzen können und einfach den Leuten die Beine wegziehen, die da rauskommen. Ist nicht das Level, ne?
Aber. Aber was denkst du? Ich frag mich, was denkt er, was er für ein Level ist? So. Wer bist du, Dicker? So, weißt du, was ich meine? So, ich muss es direkt fragen und ich hoffe, du reagierst auf dieses Video. Wer bist du, dass man sich vor dir verbeugen muss, der übermächtige Cynic, der alles kann und sich über jeden lustig macht, so. Bro, nee, das ist es einfach nicht, Bro. Das ist es nicht. Komm mal ein bisschen zurück in die Realität, Bro. Versuch mal wieder deine Liebe im Herzen irgendwie hochzuholen. Du bist brutal getriggert, Bro. Man merkt es. Du willst einfach nur menschlich ekelhaft mich gerade fertig machen, so. Und jeder, der ein bisschen Herz hat, der ein bisschen Verstand hat, der checkt es auch, wenn er so ein Video sieht, Bro. Sag ich dir, hat doch jetzt. Jetzt habe ich ja mal Licht an hier. Volle Freshness auch. Aber jetzt habe ich ja gesehen, hat der hier dieses, ich habe mir das mal hier rausgesucht, ne? Smash or Pass, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich mache einen Diss-Track. Ich mache einen Diss-Track gegen den, ne? Ihr wisst, Alter, ist, Erstens, wenn ich komme, seid euch alle, ich kann. Wenn ich will, ich kann, ne? Ich kann brutal. Aber. Aber Bro, du kannst sogar so, nichts gegen dich. Ihr müsst auch mal diesen einen Backstage-Report reinziehen, den ich gemacht habe, wo er sein Final Battle da hatte, so. Für mich bist du eher ein Stand-Up-Comedian, so. Und dafür würde ich dich auch, dafür respektiere ich dich auch, Digga, so. Ich habe da sogar gesagt und auch noch danach, sogar in dem Video, in dem Live-Video mit Justin, oder ich glaube sogar in dem Video, wo du jetzt drauf reagierst, habe ich gesagt, so, der hat schon seine lustige Seite, dies, das, bla, bla, bla. Du bist ein Stand-Up-Comedian, Bro. Aber ich habe mal deinen Song abgecheckt, den du rausgehauen hast, Bro. Rap-mäßig, musikmäßig ist jetzt nicht mein Fall so. Und da würde ich auch sagen, Stand-Up-Comedian, Bro. Mir ist eingefallen, der hat ja schon mal einen krassen Diss-Track auch gegen sich. Conquering demons is what I do. As the fight begins. Sich kassiert, ne? Das wäre ja jetzt nichts Neues, weil hier, wie heißt nochmal der eins? Das ist ein deutscher Killer, Alter. Macht so extra einen optisch auf Hampelmann, ist aber eigentlich voll die Maschine. Der hat sich auf jeden Fall von einem Rapper, mit dem der das gemacht hat, auch so Lines schreiben lassen. Und die überkrank performt auch. Ich weiß nicht, ich komme nicht auf den Namen, ne? Normalerweise reimt sich Tim Hate auf Tim Safe, aber Leon fick ich auch für Trinkgeld. Das ist crazy, Alter. Brutal. Das habe ich mir erstmal überlegt, aber mache ich dann, glaube ich, doch nicht. Ich mache einfach das, was ich am besten kann, einfach ein gepflegtes Auge und habe mir ein paar Sachen rausgesucht, weil ein Kollege hat mir geschrieben, der meinte so, Leon hat dich bei Smash or Pass mit so einem Mädel vorgeschlagen und die meinte dann so, nee, würde ich nicht machen. Smash or Pass, ne? Also für die Leute, die von Leon Lovelock, die jetzt gerade zugucken, wird es sie geben oder wird es sie nicht geben? Ne? Smash or Pass und... Ja, was soll ich sagen, Alter? Smash it in, motherfucker. Ich zeige euch das einfach kurz. So, ich habe das hier mal rausgesucht. Smash or Pass mit Justin. Wer Justin ist, weiß ich nicht. Wir suchen einen Mann für sie. Und er hat sich gedacht, ey, wäre doch übelst lustig, wenn ich dir ein Bild von Cynic zeige und dann mal gucken, was sie zu sagen hat. Weil safe wird die nicht Smash sagen. Digga, das hat KuchenTV, glaube ich, auch gesagt, so. Dass ich das extra mache, weil ich denke, die wird safe Nein sagen. Aber Bro, Hand aufs Herz, wenn ich mich hinsetze und Bilder raussuche für so ein Video, dann setze ich mich hin und gucke, wer bei mir in den Kopf reinkommt. Und davon nehme ich einfach die Bilder so. Unabhängig davon, ob der fresh ist, nicht fresh ist. Einfach, wer mir gerade in den Sinn kommt. So. Weil du weißt nie, wen eine Frau attraktiv findet oder nicht. Meiner Meinung nach, Bro, das kannst du gar nicht richtig abschätzen. So. Weißt du, wie ich meine so? Deswegen, also, ich schwöre dir, ich bin nicht mit der Intention reingegangen und wusste, okay, den Cynic, wie soll ich das auch wissen? Man kann ja nicht sagen, okay, den findet keine geil, den nehme ich jetzt mit rein. Woher soll ich das denn wissen, Bro? Ich viel mit Persönlichkeit so. Ja, klar. Aber finde ich auch, also, finde ich sehr wichtig natürlich. Alright, ich habe den ersten Kollegen für dich. Jetzt bin ich gespannt, ey. So, und auf dem Bild, Bruder, ich finde jetzt nicht, dass er kacke aussieht, Bruder, sage ich dir Hand aufs Herz. Wer ist das? Wer ist er denn? Kenn ich nicht. Geht doch nicht darum, ob du kennst oder nicht. Geht ja darum, ob du geben würdest oder nicht. Geiles Tattoo übrigens. Bin eh riesen Tattoo-Fan bei Frauen.
Scheiße, kenn ich nicht. Ist ja egal, ob du ihn kennst oder nicht. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, vielleicht vom Charakter, aber nur optisch jetzt würde ich sagen, nein. Aber ich müsste halt wissen, wie cool ist er drauf, wie redet er, die Stimme. Ja, glaube ich ihr auch auf jeden Fall, weil das so sehen Frauen aus, denen Stimmen bei Männern übelst wichtig sind, ne? Also bevor ich, okay, ich laufe hier halbnackt rum, bin auch schon ein bisschen älter und ein bisschen labbriger, aber was mir bei Männern... Bro, so disrespectful, Bruder. ...wichtig ist, ne? Ist jetzt nicht Muskeln oder... Du Vollidiot, du kennst sie nicht mal, Dicker. Wie kannst du irgendwas urteilen? Wie kannst du überhaupt irgendeine wissen, ob die es ernst meint oder nicht, Bro? So, und da werde ich auch emotional, weil über mich kannst du sagen, was du willst, kannst dich lustig machen, kannst dies, das machen oder so. Bruder, aber wenn ich Menschen so... Die ist ein gutes Mädchen, Dicker. Die ist immer Herz am rechten Fleck, immer korrekt, immer nett, immer lieb, so. Wo willst du wissen, ob die gerade lügt oder ob die Wahrheit sagt, Bro? Kannst du ja nicht wissen. So. Bruder, du bist einfach unzufrieden mit dir selber. Meiner Meinung nach bist du krass unzufrieden im tiefsten Herzen mit dir selber. Deswegen verbreitest du Hass, Bruder. Dein Ding ist es, Hass zu verbreiten. Auge zu machen. Allein das Format. Cynic macht Auge. Du bist dafür da, um andere Menschen klein zu machen, von oben herab zu reden, Hass zu verbreiten, ja keine positiven Vibes, ja keine Liebe und dich immer über sowas dann lustig zu machen. So, so das, was sie gesagt hat, ist korrekt. Sie hat gesagt, jetzt optisch nicht mein Fall, aber vielleicht, wenn er redet, vielleicht, wenn er irgendwas sagt, vielleicht, wenn er irgendwie macht, tut. Weißt du, wie ich meine so? Stimme ist wichtig. So, what the fuck, Bro? Was ist los mit dir, Bro? Was ist los mit dir? Ich habe immer das Gefühl, ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen und dich coachen, wenn ich deine Videos angucke, über mich. So. Jedes Mal, Bruder, sag ich dir ehrlich, Hand aufs Herz, Dicker. So, weil du hast einfach tiefen Hass in dir, den du loswerden musst, Bro. Hohles Gelache oder so, das ist die Stimme. Ich muss, die Stimme ist mir wichtig. Da entscheide ich, ob ich mich ausziehe oder nicht. Bruder, wir sind in fucking Mexiko. Bro. Guck mir in die Augen. Wir sind in fucking Mexiko, Bro. Ne? Hier sind 35 Grad, Bruder. Luftfeuchtigkeit 90% oder so. Was laberst du, Dicker? Was laberst du? Bist du schon mal hier rumgelaufen? Denkst du, irgendeiner hat da lange Sachen an, Bro? So? Und wie kannst du darauf dann urteilen, was das für eine Frau ist? Weil die jetzt eine fucking Jeanshose anhat und ein normales Top ohne Ausschnitt sogar. What the fuck, Bro? Stimme, weißt du? Ich bin voll dieser Stimmentyp. Wenn sich jemand cool ausdrückt, ja, dann... hat eine coole Stimme auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt... Das ist, ich bin nicht mal so, das ist, macht mich nicht mal richtig so aggressiv. Das tut mir weh, Bruder, mehr so. Wenn so ein Keck über so einen guten Mensch so redet, Bro. Sag ich dir ehrlich. Stimme kennen würde, würde ich vielleicht sagen, ja. Battle Rapper. Ja, dann vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber so nur... Weiß, was Battle Rap ist, hat nicht nur Rapper verstanden. Optisch jetzt, ohne ihn zu kennen... Würde ich nicht sagen. So ein trockener Typ. So ein trockener, schwarzer Humor und so. Das finde ich ja geil. Ja. Das mag ich ja. Ja. Aber jetzt nur optisch. Wahrscheinlich wäre er. Und da geht er jetzt nicht drauf ein. Da geht er jetzt nicht drauf ein. Eigentlich habe ich sogar was Positives gesagt, meiner Meinung nach, so mäßig, Digga, so. Ja, ist trockener Typ, schwarzer Humor, dies, das. Einfach ehrlich, Bruder, ehrlich. So wie ich halt immer bin, Bro. Und dann hat die gesagt, finde ich okay. Da sagt er nichts. Der sucht nur die Sachen, wo er haten kann, Bro. Bro, what the fuck? Bro, krieg den Hass aus deinem Herzen, Bruder. Bitte, krieg den Hass aus deinem Herzen, Bro. Ich weiß nicht, wenn du Familie hast, ich glaube, du hast eine Freundin und so. Bruder, wenn ihr Kinder habt und so, gib das nicht weiter, Bro. Please. Würdest du nicht, oder? Würdest du nicht geben? Cooler Typ und ich würde ihn voll gern kennenlernen, wenn ich jetzt wüsste, wie er drauf ist. Aber jetzt nur so optisch würde ich sagen, nee. Krass, Digga. Ich schwöre, ich kann nicht mal diese Aggression aufbauen. Normalerweise glaube ich, wenn mich jemand so nachäffen würde, auch wenn der vor mir stehen würde, würde ich ihm direkt einen Smack geben, so. Aber ich habe nicht, ich schwöre euch auf alles. Ich spüre keinen Hass gegenüber diesem Typen, Bro. Ich würde ihm am liebsten helfen. Da muss ich aber auch sagen, Justine, auch ein nicht asozialer Name, da muss ich aber auch sagen, ich würde mich auch gerne mit dir unterhalten. Also kann ich jetzt von mir aus sagen... Da könntest du einiges lernen, Bruder. Einiges könntest du daraus mitnehmen, Bro. Einiges, Dicker. Weil das sind genau die Frauen, mit denen ich gerne reden möchte. Weil die haben... Diese Frauen haben richtig was zu erzählen. Ne? Zum Beispiel, was so die ganzen Tattoos bedeuten. Ne? Ja, wo die hat stechen lassen auch.
Bro, die kann dir was über Mindset beibringen, Bruder, damit du endlich mal aus deiner hasserfüllten Welt da in deinem Kopf rauskommst, Bruder. Was die, was das übersetzt heißt, ja, so halt. Interessant, interessante Persönlichkeit auf jeden Fall. Pass, ja? Ja, pass. Alright. Schon mal scheiße, habe ich Kommentare gelesen, haben Leute geschrieben, war krass, wie der diesen Cynic hops nimmt, Alter. Er nimmt ihn richtig hops. Bruder, ich habe noch nie mir zur Aufgabe genommen, jemanden online hops zu nehmen, Bro. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht meine, das ist einfach nicht meine Art, Bruder. Das ist dein Ding, deswegen, du schließt wahrscheinlich auf andere, Bro. Aber ich habe noch nie mir zur Aufgabe genommen, jemanden online hops zu nehmen. Für mich gibt's sowas nicht. In meiner Welt funktioniert das nicht, Bro. Was für online hops nehmen? Auch nicht im echten Leben. Was für hops nehmen? Warum soll ich meine eigene Zeit, meine Gedanken, das, was ich habe, von Gott geschenkt gekriegt habe, benutzen, um andere Leute klein zu machen, Bruder? Für mich ist, what goes around, comes around, Bro. Verbreitest du Hass, verbreitest du Negativität, bist du am Hetzen, bist du dich am ekelhaft lustig machen, das kommt irgendwann wieder für dich zurück. Das ist meine Mentalität, das ist meine Einstellung. Mann, Bro, wenn du nicht daran glaubst, drauf geschissen. Aber so denke ich halt, so denke ich. Und ich kann, glaube ich, auch für Justin sprechen, so. Ey, was mir auch gerade nur eingefallen ist, ich würde, also, ich meine, wenn du so aussiehst wie der Leon, ne, dann machst du auf jeden Fall Frauen klar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? Einig, ne? Der ist groß, tall, dark, handsome, hat einen miesen Body, auch einen freshen Fade mittlerweile, weiß ich auch, was das ist. Ey, Tattoos, bestimmt auch ein super Pimmel, ne? Alles super, ne? Glaube ich ihm auch die Frauen-Stories. Aber ich glaube auch, dass es sehr oft vorgekommen ist, dass am nächsten Tag einfach so ein Mädchen ihre Freundin angerufen hat und so gesagt hat, ich schwör's dir, Mandy, du glaubst nicht, ne? Guck mal, ich war doch gestern im Club, ne? Da habe ich diesen Typen da, der meint, der wäre Rapper, da habe ich den, guck mal, ich sag, wie es ist, ne? Ich hab mit dem geschlafen, ne? Und am nächsten Morgen, weil er ist einfach doof, ja? Wie meinst du doof? Hat er sich blöd verhalten? Nein! Doof! So, der labert nur Scheiße, ja! Crazy! Ich höre, er fühlt alles! Er sagt immer, fühl ich! Wenn er Stephen Hawking wäre, er würde fühlen, ja? Aber da steht mein Name im Dingsbums, da habe ich mir reingezogen. Wer kann sowas ernst nehmen, Bro? Sag ich dir ehrlich, Digga. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und mich irgendwie rechtfertigen und irgendwie jetzt sagen, nee, ich bin doch schlau und bla bla bla, Bro. Das ist aber so, wer kann sowas ernst nehmen, Bruder? So, okay, wir wissen, du denkst, ich bin der dümmste Mensch auf der Welt. Tamam. Ist doch gut, Digga. Warum musst du das jetzt so krass nach außen tragen? Warum, was, hä? What the fuck, Bro? Also ich hab nur gesehen, ich hab's noch nicht gesehen, was der... Bro, du bist so cringe, Digga. Du bist so cringe. In meiner Welt, für Menschen, mit denen ich unterwegs bin und einfach für meiner Meinung nach normale Leute, du bist einfach nur cringe. Du machst dich brutal zum Affen mit so einer Sachen, finde ich, macht er sich brutal zum Affen, so. Ich würde so einen Menschen niemals... Bro, ja, okay, Dicker, aber es ist auch kein Comedy mehr. Ich merke das ja. Er fühlt sich so krass getriggert, dass er jetzt denkt, er muss mich von oben bis unten fertig machen. Er muss alles von mir nehmen, was jemals einer angeprangert hat. Alles, was ich jemals irgendwo gemacht habe, muss er jetzt nehmen und das bis aufs Maximum ausreizen und mich als den dümmsten Menschen auf der ganzen Welt darstellen. Das ist gerade seine Aufgabe, Bro. Warum macht man sowas? Meiner Meinung nach eigene Unzufriedenheit muss daraus entspringen. Das muss daraus entspringen. Vielleicht, weiß ich nicht, Bro. Ich habe nur geguckt, bis der sagt, ey, Shoutouts an Cynic. Dann habe ich Stopp gemacht, das müsste gleich kommen. Erzählt mal, Freunde, gibt's Fragen? Cynic get in, man. Cynic get out, motherfucker. Ah, okay, da hat jemand in Chat geschrieben, wahrscheinlich Cynic get in, man. Bruder, was schreibst du so eine Scheiße rein? Sowas geht gar nicht, Bruder. Dafür bist du blockiert. Die Safe P Darstellerin. Echt jetzt? Das sieht so aus? Nee, aber das mag ich nicht so. Glaubwürdig.
Nee, ey, Pornodarstellerin, nee. Klar, ich gehe ab und zu mal auf die Fibo und hau Frauen auf den Arsch, grabbel die an und zoom auf die Kamera. Vor 6 Jahren. Bilder so neben Ärschen, aber... Was ich auch immer noch eigentlich, also, ey, wenn der Tag mal wieder kommen sollte, dass die Fibo offen ist, Body tested in, Motherfucker, das schließt auch direkt auf meine Intelligenz auf jeden Fall. Pornodarstellerin, nee. Mann, warum? Darum geht's gar nicht, du Idiot. Sorry für das Idiot, aber darum geht's gar nicht. Mir geht's darum, dass Leute im Chat sie als irgendwas hinstellen, was sie nicht ist. Ich habe nie gesagt, dass ich eine Abneigung dagegen hätte, jetzt mich auch mit einer Pornodarstellerin hinzusetzen und da mal ein paar Fragen zu stellen. So. Wieso nicht? Was ist daran verurteilbar? Hey, nur weil du... Ich meine, jeder soll sein Leben so leben, wie er will. Tattoos hast. Verdammt, Alter. Und gut aussiehst, musst du jetzt, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja. Genau deswegen. Komisch. Ja, aber viele denken, dass wenn man Tattoos hat, einfach nur das Volk. Ja, weil wenn man eins über Pornodarsteller weiß, dann ist das, dass die immer krass tätowiert sind. Also die größten Pornostars der Welt, alle vollgehackt. Krass, sie ist Russin, nur sie weiß es nicht. Tattoo auf Rücken? Wer, du oder ich? Ich habe auch ein Tattoo auf dem Rücken. Aber echt? Der ist krass verbittert, der Bruder, ja. Ja, sag mal. Also den Elefanten hier. Und die Träumerin hinten. Also Träumerin? Mhm. Ich habe mir Träumerin auf den Nacken tätowiert, weil ich bin eine Träumerin. Das ist deep as fuck, Alter. Ja. Demnächst lasse ich mir auch wirklich Zyniker auf die Nase tätowieren. Weil ich bin ein Zyniker. Dream Girl. I like that, man. Yeah. Ist sie deine Freundin? Nope. Ist sie nicht? Sie ist eine Freundin von mir. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass ein paar Leute von der Lovelock Army sich jetzt gerade denken, hau ich jetzt in die Tasten und schreib, ey, was macht der Cynic auf so und so, der würde safe auch geben. Der würde die auch wegmachen. Darüber brauchen wir... Was heißt hier auch? Nie was miteinander gehabt, gar nichts, nothing. Nur geile Vibes, gute Gespräche, geile Talks, gegenseitig geholfen. So. Zu reden, ne? Von 1 bis 10 ist in meinem Leben alles schon mal irgendwie gefallen, ne? Das Ding ist nur, ich schwöre jetzt wirklich ernsthaft, ne? Sowas noch nicht. Also sowas noch nicht. Die ist safe nicht hässlich, ne? Voll nicht. Die hat auch einen vernünftigen Buddy, ne? Sagt gar keiner was. Aber so eine ist trotzdem nicht dabei gewesen. Weil das ist Antityp Frau. Ganz viele Tattoos, schlecht geschminkt, Septum. So Bedeutung, schwangere Scheiße auf den Körper tätowiert, nee. Weil ich war nämlich, Mallorca, ne, Promoterinnen auf Mallorca. 80% davon sehen so aus. Das sind meistens so ein bisschen verlorene Mädchen, jetzt nichts gegen die, ne? Persönlich, ich kenne die ja gar nicht. Ja, ja, jetzt, nach 11 Minuten Roasting und Verurteilen und in Schubladen reinstecken, war nichts persönlich gegen dich, ich kenne dich ja nicht. Ich küsse dein Herz, Bruder, ja. Von meiner Oberfläche. Wohin mit dir, Cynic, Bro? Wohin, Digga? Ja, sofort Schubladen auf. Justine. Tut auf jeden Fall weh, auf jeden Fall auf das Video zu reagieren, aber wir ziehen es jetzt durch, Freunde. Rein, Schublade zu. Sind da 7 Jahre auf der Insel, verteilen Tickets am Strand und wundern sich, warum die von 12 Euro am Tag nicht leben können. Und haben aber vor, ein Café aufzumachen oder sowas. Oder die Welt zu bereisen. Ja, mach. Aber... nee, so einer war noch nicht dabei. Okay. Tattoo am Bauch? Ich hab, das halt nur. Steh mal auf. Ja, das nur. Geht ja, dezent. Oh, stimmt, man sieht's nicht. Bro, ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und über dein Äußerliches urteilen und sagen, geh dir mal einen vernünftigen Fade machen, geh mal ins Gym trainieren, versuch mal... Es ist egal, mach dein Ding, Bro. Ja, jetzt. Die haben auch alle diese Hosen an. Das ist einfach 1:1 Mallorca weiblicher Tikitero. Was ist das? Das ist so ein Thunderbird, so ein Vogel. Das ist auch so ein bisschen mexikanisch, ne? Mhm. Ja. Leicht mexikanisch. Ein mexikanischer Vogel. Das tut mir voll Ding, Mann.
Ich schwöre, das fuck mich, das tut mir voll Ding, Alter. Ich feiere das gar nicht, Bro, weil ich habe Justine echt so ins Herz geschlossen, weißt du? Die hat mir geholfen, Dicker, und es ist für mich ein straight positiver Mensch einfach. Und ich habe nicht viele straight positive Menschen in meinem Leben kennengelernt, so. Die einfach immer gut drauf sind, immer das Gute sehen, Glas immer halb voll, immer versuchen zu helfen und so. Es ist echt nicht geil für mich, darauf zu reagieren, wie so ein Typ da, die ganze Zeit einfach fertig macht, so, weißt du, wie ich meine? Von allen Seiten, so. Gut, ey. Ja. Das hat die auf keinen Fall verdient, so. Nice. Welche hast du hier machen lassen? Hier habe ich nur eins machen lassen und das auch nur von meinen Leuten aus Mallorca. Ich war Promoterin, also viele Jahre, darf ich das sagen? Ja, auch Hosting. Also, warum denn nicht, so geil? Ich war Promoterin viele Jahre auf Mallorca, vielleicht habe ich mal den einen oder anderen da gesehen von euch, keine Ahnung. Es waren so viele Leute schon auf Mallorca, das ist unnormal, für jeder. Ich selber auch. Ja, krass. Grüße gehen raus an Cynic. Ich war da viele Jahre. Cynic ist ein Running Gag geworden jetzt mittlerweile. Nee, der hat auch lange in ist ein Hater so von mir. Also ist ein okay. Ehemalig. Richtig. Komplett korrekt, Leon. Schön gesagt. Der Fan, der zum Hater geworden ist. Ist ein Hater so von mir. Also ist ein ehemaliger Fan, der zum Hater geworden ist. So. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich muss mich jetzt kurz auch outen. Ich bin wirklich. Mach es. Also ich hab, sei mal einmal ehrlich, Bro. Ich war krasser Leon Lovelock-Fan, auf jeden Fall. Wann hast du das erste Video? Guck mal, du reagierst bestimmt auf das Video, ne? Wann hast du das erste Video von mir geguckt? Bitte reagier drauf und sag, wann du das erste Video von mir geguckt hast. Weil, Fitness, Humor, Message. Ich erkläre euch gleich auch, wie ich darauf geschlossen habe. Da bin ich einfach, da kann ich nicht anders. Da muss ich zum Fan werden. Das ist beim Leon passiert. Dann ist der mir aber zu krass geworden, ne, durch die Straßenumfragen, wo der zu seinem Glück noch auf Deutsch fragen musste, ob Männer Muskeln haben müssen. Und da habe ich mir gedacht, nee, jetzt werde ich Hater. Und habe das auch bis heute durchgezogen. Früher oder später, Digga. Echt? Ja, ja. Also, wie bin ich darauf gekommen? Story war folgendermaßen. Cynic macht der Battle Rap und ich habe ja Comments Café gemacht, Interviews, dies, das, bla bla bla. Das habe ich auch irgendwo schon mal erzählt, glaube ich, aber ich erzähle es jetzt nochmal ganz kurz, damit ihr wisst, was ich damit gemeint habe. Ich habe Interviews gemacht etc. Der hat seinen Battle Rap Shit gemacht und da gab es eine Zeit, wo ich angefangen habe, mich für Battle Rap ein bisschen mehr zu interessieren. Das kam durch diesen ganzen Shitstorm auf Kollega etc. mit dieser 3-0 Mighty oder 3-1 Mighty, keine Ahnung wie viel, aber einfach dieses Mighty-Ding halt mit seinem Battle da. Und da bin ich auf Battle-Rap aufmerksam geworden und mich hat es interessiert. Und Nico Nuevo hatte Kontakt zu Cynic. Dann habe ich Nico gefragt, ob er mir die Nummer geben kann, so. Und dann habe ich Cynic eine Sprachmemo gemacht. Habe ihm gesagt, ey Bro, guck mal so und so und so, ich interessiere mich für Battle-Rap, dies, das, bla bla bla, mittlerweile immer mehr, hast du Bock, komm ins Café, wir müssen reden, können wir ein bisschen quatschen, kannst du mir ein bisschen erzählen, was da abgeht und dies, das, so ein Ding war das, ne? Dann hat der Typ, Digga, anstatt Ja zu sagen und die Plattform mitzunehmen, weil das war zu dem Zeitpunkt eine der größten Hip-Hop-Plattformen in Deutschland, kann mir keiner absprechen, das war einfach so Fakt. Und dann hat er mir einfach die überfreche Sprachmemo zurückgeschickt, so, die mich so getriggert hat, dass ich gesagt hat, Bro, ich such den jetzt. So, und gib dem Smack. Genau so habe ich gefühlt in dem Moment. 1:1. Hab das Nico gesagt, hab gesagt, Bruder, dieser Pisser, und wenn ich den sehe und bla 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 und so und so und so. Wie der Zufall wollte, also ich habe ihm dann auf diese Nachricht nicht geantwortet und habe mir gesagt, okay, ich werde ihn irgendwann sehen. Wir sind beide in Berlin, irgendwann werde ich ihn sehen, dann werde ich ihn zur Rede stellen. So. Dann habe ich ihn, wie der Zufall will, gesehen in einem Club und es war so eine Charity-Veranstaltung für irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, was es war, sorry, kann ich nicht mehr rekonstruieren. Auf jeden Fall war Savage da gewesen, waren sehr, sehr viele Leute auf jeden Fall da gewesen. So. Und dann bin ich da rumgelaufen, war im Backstage, dies, das, bin dann wieder rausgekommen und irgendwann ist mir Cynic entgegengekommen, boom. Stand der an der Bar. Und dann habe ich gesagt, komm mal mit raus.
Also, was los, die ist das, blablabla. Nico so, ey, chill mal. Nico war auch dabei und die kennen sich halt und so. Und ich habe mir auch selber gesagt, ich werde jetzt nicht handgreiflich oder so. Ich will ihn einfach nur zur Rede stellen. Weil es eine Charity-Veranstaltung, Nico kennt dich auch und dies, das, bla bla bla. Diesen Hass, den ich gefühlt habe, smackmäßig, der kam nur, wo ich die Sprachmemo das erste Mal gehört habe. Aber ich bin kein Mensch, der andere Leute schlägt oder irgendwie Gewalt antut oder irgend so eine Scheiße. Aber wenn jemand so über mich redet oder mich so disrespektiert, obwohl ich ihn für ein Interview angefragt habe, stelle ich den zur Rede so. Hab gesagt, komm raus. Nico hat ihn dann auch so, ey, komm raus, alles cool, wir reden nur dies, das. Dann ist er rausgekommen, hab ich gesagt, was ist dein Problem, Digga? Was ist dein Problem? Was war das für eine Sprachmemo? Das ist einfach zu frech, Bro. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wie du mit mir redest? Etc. So, hab ihn einfach zur Rede gestellt, so. Und dann hat er halt angefangen zu erzählen, Bro. Und da hab ich dann gemerkt, dass der Bruder hundertprozentig, also ich weiß nicht, dann hat er es halt nur aus Spaß gemacht, aber der hat mich verfolgt und zwar lange. Der hat mir Sachen erzählt, so von wegen, Bro, damals in Mannheim auf der roten Couch. Und Freunde, das ist über 8 Jahre her. Die rote Couch ist über 8 Jahre her, Dicker. Weißt du, wie ich meine so? Es ist eine lange Zeit. Oder 7 Jahre. Lass es 7 sein. So. Und dann hat er mir gesagt, ja, damals auf der roten Couch hast du noch so und so gesagt in Mannheim, bla bla bla. Dann bist du auf die FIBO gegangen und hast einfach Lutscher gelutscht, während du mit einer ein Interview gemacht hast. Das machst du alles extra. Dann saßt du bei dem Juju-Interview und hast dein Pullover ausgezogen. Du machst es extra und du bist voll nur auf Posen und nur körperlich und dies, das, bla, bla. Und ich schwör's euch, Freunde, alle Menschen, die mich jemals kennengelernt haben, die wissen, ich bin genau das Gegenteil. Ich sehe vielleicht so aus und ich feiere das auch gut auszusehen. Aber ich habe mir mit den Jahren, also ich bin nicht so oberflächlich, wie die meisten Leute von mir denken. Und das ist Fakt. Also ich bin oberflächlich, definitiv, aber es ist nicht alles für mich. Und so eine Leute, die es null nachvollziehen können, dass ich so bin, wie ich bin, die denken halt, das bin ich alles. Ich bin nur das. Aber Bro, ich bin noch viel mehr. Wenn du einmal dich vernünftig mit mir auseinandersetzen würdest, dann wüsstest du das, Bro. Und an dem Tag habe ich einfach gespürt, der Bruder ist ein Fan. Der Bruder ist ein Typ, der sich mich reingezogen hat und dann irgendwann immer mehr enttäuscht wurde und dann irgendwann angefangen hat, mich zu haten. So, deswegen diese komische, plumpe, freche Sprachmemo und deswegen auch die Ansage von mir. Und dann im Nachhinein, Bruder, an dem Tag, wo wir geredet haben, wo der vor mir stand und wo der mir das alles erzählt hat, Bruder, ich habe ihn angeguckt und in dem Moment, wo der mir das erzählt hat, ist der Hass oder die Wut ihm gegenüber einfach weggegangen, weil ich einfach gemerkt habe, so, Bro, das bist du selber, Dicker. Du ziehst dich, du guckst meine Videos an, verfolgst meine Videos, merkst, ich mach das, ich mach dies, ich mach das und entwickelst dann einfach eine Antipathie oder ein Hate gegen mich so. Das hat nichts mit mir zu tun, Bro. Das hat nichts mit mir zu tun. Weißt du, was ich meine so? Deswegen habe ich gesagt, ein ehemaliger Fan, der zum Hater geworden ist. Bro, interpretier es, wie du es willst. Auch wenn du mich nur verfolgt hast über Jahre lang, dann hast du mich halt nur verfolgt, Bro. Dann warst du halt kein Fan. Aber das war mal die Story, dass ihr Bescheid wisst. Bruder, der Typ ist... Was soll ich euch sagen, Mann? Ich bin kein Mensch, der Hass verbreitet oder so, aber meiner Meinung nach, der Typ ist durch. Also wie der so krass auf mich eingeschossen ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Entweder der will so sein wie ich oder der hat... Bro, ich weiß nicht, was passiert sein muss, dass der Typ so geworden ist. Weißt du, ich meine so mir gegenüber. Er ist wahrscheinlich nicht jedem gegenüber so, aber ich kann es nicht nachvollziehen, Bro. Ich kann es nicht nachvollziehen. Der Walla. Hat ein bisschen Reichweite und so. Und ich sitze halt ab und zu oben... Aber nicht mehr. Körperfrei hier in den Videos, weil ich halt, weil es hier brutal heiß ist so. Ja. Und er hat mir mal vorgeworfen, dass ich das extra mache, damit ich flexe und damit wegen Frauen. Ich habe mal in einem Interview, ich habe ein Interview mit Juju gemacht. Und in dem Interview mit Juju habe ich irgendwann mein Pullover ausgezogen, weil mir zu warm war, weil wir Shisha geraucht haben. Und dann saß ich nur noch mit T-Shirt da. Und dann hat er gesagt, das hast du extra gemacht. Ja, ist bescheuert. Ja, ist wirklich bescheuert. Ich such's mal ganz kurz raus. So, hier haben wir das besagte Interview mit der guten Juju. Shoutouts gehen raus, eine der besten deutschen Rapperinnen. Feier ich übertrieben auf jeden Fall. Würde mich auch mal freuen, wenn die in den Stream kommt. Ich habe mal nachgeguckt. Leon Lovelock hat, glaube ich, um die 40 Comments Café gemacht. Ne? Nie sein Pullover ausgezogen oder sonst irgendwas. Bro. Ich bin halt nicht so ein Fanatiker wie du und auch nicht so into the story wie du. Sonst würde ich dir jetzt die ganzen Interviews raussuchen, wo ich mich ausgezogen habe. Bruder, ein Beispiel zeige ich dir. Da habe ich sogar meine Jacke, mein Pullover und noch ein T-Shirt ausgezogen, Bruder. Aus dem Pullover ein T-Shirt gemacht? Nie. Bro. Bis auf das eine Mal, wo eine Frau da war. Ne? Digga. Ey, Digga. Ich schwör's dir, Bruder. Sinnig, Digga. Was soll man dazu noch sagen, Bro?
Oh mein Gott, Gefühl hat Digga. Mir einfach gesagt, ich glaub, der wollte flexen. Ist nein. auch in Ordnung, wenn du so einen Buddy hast, ne? Nein, Bruder, nein. Aber nein. Ich sag, Dicker, da hast du die Juju da sitzen und da ziehst du deinen Pullover aus, um dann mit deinem Buddy zu sitzen. Na, einmal anspannen hier für Cynic, Digga. Einmal flexen, Bruder, weil ich es voll nötig habe zu flexen, weil ich nur trainiert habe, damit andere Leute sehen, was für einen krassen Körper ich habe, Bruder. Ja, Mann. Darauf hole ich mir jetzt gleich einen runter, wenn drei Leute im Chat schreiben, Bruder, du hast einen krassen Körper. Ist auch kein Neid oder so, weil ich einen Mistkribbelskörper habe. Habe ich einfach nur so gesagt, ne? Ist kein Neid. So ein bisschen, weil wenn du, Dicker, wenn du auf die FIBO gehst, Frauen an den Arsch krabst und mit dem Lolli so da sitzt und ist es bei dir so, ja? So, dies. Ich weiß, so eine Sachen hat er mir halt gesagt, auch wo ich ihn live getroffen habe, Bruder. Und ich bin ja in meiner eigenen Haut, ne? Und ich weiß ja ganz genau, Bruder, ich habe an dem Tag noch nichts gefrühstückt gehabt und so. Und habe mir gedacht, Bruder, bevor ich da jetzt so FIBO gehe, Dicker, nehme ich irgendwas. Lolli, Bro. Bro, Mann, das hat doch kein Mensch nötig, extra einen Lolli in den Mund zu nehmen, damit er irgendwie dann mit einer Ollen ein Interview machen kann, Bruder. Ich könnte schon fast weinen, so los wie der Typ ist, Bro. Dann passt das halt rein. Und ich habe die Stelle rausgesucht. Und ich bin sogar der Meinung, die in der Urversion war die Kamera auch noch auf ihm drauf, wie er sich ausgezogen hat. Ich bin mir aber nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall, das ist die Version, die jetzt auf YouTube ist. Was für eine Urversion überhaupt, Bro? Ich habe die Videos nicht mal selber geschnitten. Ich habe ein Team gehabt zu der Zeit. Aus Spaß so ein bisschen einfach. Immer wenn die geredet hat, geht die Kamera auf sie. Wir haben drei Kameras gehabt und wir haben alles gefilmt. Also auf irgendeiner Kamera ist auch drauf, wie ich mich ausziehe. Bro, wenn du es gerne sehen willst, schick mir eine DM. Schick mir eine E-Mail, ich schick dir diesen Ausschnitt gerne per E-Mail oder irgendwie rüber. Dann kannst du es dir nochmal reinziehen, wie ich mich da von meinem Pullover befreit habe an der Stelle, ja? Da merkt er, boah, ich habe voll viel Shisha geraucht, mir ist voll warm, weil wie jeder von uns weiß, vom Shisha rauchen wird einem übelst heiß. Ich schwitze hier auch wie ein Schwein, seht ihr noch nicht, ne? Ja, so ein Kumpel, also einer aus meiner Schule, das war so der einzige, glaube ich, der... Und der hält sich ganz normal mit der... ...der auch irgendwie gerappt hat. Und der hat dann, der ist immer so aufgetreten, so, weil ich weiß nicht, was das war. Also manchmal war doch in der Aula dann irgendwas, keine Ahnung. Ach, so, Kamera ist nur noch auf Juju und währenddessen zieht er seinen Pulli aus. Vergabe oder irgendein Scheiß, irgendwas war immer einmal im Jahr, so Party hieß. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, was das ja, war. Ja, es gab auch immer so Events. Es gab schon, ne? Mal kurz, ich mach mal die Tür hier auf. Mir wird nämlich gerade ein bisschen warm, Bruder. So, und jetzt müsst ihr mir sagen, wie ihr das Lächeln von der Juju deutet. Ne? Wir wissen, Juju ist auch Team Denkerstirn. Ne? Ist ein cleveres Mädel auf jeden Fall. Weswegen grinst die da jetzt? Antwort A. Boah, geil, Alter. Endlich hat er sein Hemd ausgezogen. Der hat schon einen nicen Buddy, ja? Wusste ich vorher gar nicht. Oder die denkt sich so. Antwort B. Come on, Alter. Captain Obvious, Alter. So. Bro, du bist so lost. Cynic. Du bist so ein loster Typ, Digga. Das ist so traurig, Bruder. Du bist so lost, Bro. Du bist so lost. Ich glaube, meiner Meinung nach, die hat einfach nur gelächelt, weil ich mit meinem Mikrofon gestruggelt habe und das jetzt da an diesem, weil bei meinem Oberteil da ist so ein Ding, wie eine Schleife, so eine Art Schleife, Digga, und das daran gemacht habe, so. Das ist der einzige, meiner Meinung nach, einzige Grund, wahrscheinlich, warum die gelächelt hat, einfach auf doof. Weil ich da so am struggeln bin, Digga. Hä? Bro! Ey, Bro! Die Winkel ändern sich die ganze Zeit, sorry. Aber lustig, ja. Lustig. Deswegen ist es jetzt so ein Running Gag, so okay. Schöne Grüße an Cynic, weißt du? Okay, verstehe. Geiler Running Gag auch. Auch auf jeden Fall ein guter Grund, mich in den Titel zu schreiben. Der ist das. Okay. An alle Frauen, kannst du deine beiden Ellenbogen sich berühren lassen? Was ist das? Ja, das... Ellbogen sind die hier. Also Ellbogen sind hier die zwischen Unterarm und Oberarm. Oh, man sieht mich gar nicht mehr, Digga. Naja. Also, abschließend bleibt einfach nur zu sagen,
Leon, falls du das hier siehst oder falls du im Stream guckst, Grüße gehen raus. Ich würde mich mittlerweile wirklich sehr, sehr, wirklich, also wirklich freuen, ne? Als ehemaliger Fan auch, wenn du dann echt mal im Stream erscheinst. Und hier, Dicker. Ja. Das ist der einzige, den du von mir kriegst, Bro. Für das, was du alles gesagt hast, den da, Bruder. Nicht mehr und nicht weniger. Mal einfach so eine kleine Runde Sarg ihm machen. Dann kann nee, gar nichts mache ich. Mit dir mache ich gar nichts, Bro. Gar nichts mache ich mit dir. Du hast es nicht verdient, dass du überhaupt, dass ich dir mein Gesicht zeige, Bro. Für die Reaktion, das war schon eigentlich zu viel, aber so, ich mache das auch, damit die Leute mal sehen, wie lost du bist, Bro. So, weil ich glaube, mit meiner Reaktion drauf wird einem das noch bewusster, wie du einfach eine Lovelock-Psychose hast wahrscheinlich. I don't know. Erklären, warum ich dich damals gefeiert habe, was ich damals so krass an dir fand, also diese ganze Abiturgeschichte, dein Studium, Autoverkäufer-Dasein, auf dem Kudamm stehen und Frauen anlabern, die ganzen Rapper-Interviews, die habe ich mir auf jeden Fall alle reingezogen so. Da hast du auch einen großen Anteil dran gehabt, weil deine Gesprächsführung ist einfach krass, ne? Die ist wirklich krass. Feierst nicht einfach alles, was dir da so gesagt wird, ne? Änderst auch nicht deine Meinung, also Fähnchen im Wind ist auch nicht so der. Mann, nochmal zum Abschluss. Der Leon ist, glaube ich, ein ganz, ganz lieber, leider sehr fehlgeleiteter Mensch. Der aber auf jeden Fall für Wirbel in Berlin gesorgt hat, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Der war hier der Man im Sinne von Reichweite, ne? Alle haben so sein. Dicker. Savas hat, ohne dass der den gefragt hat, bei dem um ein Interview gebeten. Mag man jetzt der Meinung sein, dass es nicht so viel mit Leon zu tun hatte, sondern einfach mit der Reichweite, aber der hat die alle vor die Kamera bekommen. Der hat Leute vor die Kamera bekommen, die ich nicht bekommen habe. Und das ist crazy. Und die Reichweite, die der jetzt anspricht bei mir, die ist ja auch nicht mehr da. Das seht ihr auch an den Zahlen. Aber man tut, was man kann. So, der Hustle ist real. Ich dachte mir, ich mache mal dieses kleine Video, mache ein bisschen. Hustle ist real und Karma ist a bitch, Bro. Auf Leon Lovelock, weil das war jetzt echt Smash or Pass und Grüße an Cynic. Cynic ist ein Running Gag und der ist ein Fan gewesen, ist jetzt aber ein Hater geworden. Nur um das nochmal ganz kurz klarzustellen. Und die Einladung besteht weiterhin. Lieber Leon, wenn du das hier siehst, ne, komm mal. Hätte ich mir nicht reingezogen? Vielleicht. Aber jetzt nach dem, boah, Digga, schwer, schwer. Ich vorbei. Lass mal quatschen. Schwer, ich komm vorbei bei dir zu Hause gerne, aber nicht in ein Interview mit dir, irgendwo online. So, face to face, Bro. Face it in, motherfucker. Wäre wirklich nice. Gib mir die Facey-Vibes, man. Skrrr. Würde mir freuen. Ah, eigentlich müsste ich jetzt ins Gym gehen, Digga, ich schwör's dir, Alter. Schon krasses Aggressionspotenzial aufgebaut auf jeden Fall an der Stelle. Ich küsse euer Herz, Alter. Justine ist hinten am Kochen einfach. Wie war's denn? Ach, Digga, musst dir das Video reinziehen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich schneide das fertig und lade das hoch. Nee, ist gut. Ja? Ja, ist geil. Freunde, war geil oder was? Wie fandet ihr es? Bro, sag mal ehrlich jetzt, ihr im Chat, ne? Was sagt ihr dazu? Also wie kommt das für euch rüber, wenn ihr so ein Video seht? Ich guck mal ganz kurz nochmal die Bewertungen an. 1600 zu 287. Also findet ihr das lustig? Findet ihr das geil, wenn Leute so eine Videos machen so? Ich werde es auf jeden Fall auch mal auf dem YouTube-Kanal hochladen, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie Menschen das geil finden, wenn sowas passiert, Bruder. Weil das hat ja nicht mal richtig Hand und Fuß gehabt oder so. Da ging es eigentlich nur darum, andere Menschen irgendwie von oben herab klein zu reden, dumm zu reden, irgendwas anzudichten, was sie eigentlich nicht sind. So. Hä? Weißt du, was ich meine so? What the fuck, Digga? Was ich geredet habe? Ja, komm, gib's zu, du warst doch eben in deinem Zimmer und hast mit zugeguckt. Ich hab ganz kurz mal reingeguckt. Erwischt, Digga! Ich hab's gewusst! Ich hab's gespürt, ich schätze. Ich hab's gespürt. Das Ding ist halt auch blöd, wenn ich mir was angucke und es wird über mich geredet. Über dich geredet, ja, ja. Ich kann nichts dazu sagen. Ja. Ich hab dieses Video ja nie gesehen, aber mir hat es ja jemand geschickt, ne? Guck mal, red mal hier rein. Sorry. Also ich habe das Video nie gesehen, aber mir hat es jemand auf Instagram geschickt, nachdem dieser Cynic, den ich ja auch nicht kenne, irgendwie über mich geredet hat. Und dann habe ich ja die Kommentare angeguckt bei ihm auf dem Kanal. Ich habe mir aber das Video nicht gegeben, weil ich mir dachte, komm Justin, gib dir das nicht, das bringt dich nicht weiter. Du, ja, weil so denke ich auch immer, aber ich sag dir ehrlich, jetzt so darauf zu reagieren, macht schon Sinn.
auf jeden Fall. Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Weil man muss schon den Leuten zeigen, was echt ist und was einfach nur ekelhafter Hass ist. So. Weißt du, was ich meine? So, viele jüngere Leute wissen das gar nicht. So, weißt du? Die gucken sich das an und denken, ah, guck mal, ja, Leon, der Idiot und die eine Porno-Olle, voll die Idioten und so. Weißt du, wie ich meine? So denken die ja. So, und dann schreiben die Leute irgendwas drin. Ich habe ja nur Kommentare gesehen. Aber ich habe mich auf jeden Fall für dich gerade gemacht. So. Ja, ja, safe. Safe. Und wenn ich den sehe, mache ich mich nochmal gerade. Ich ja, schätze. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich mag das nicht. Ich kann, gerade wenn ich, guck mal, das habe ich auch gesagt. Wenn ich, es gibt nicht viele Menschen, die so 100% positiv sind einfach. Immer gut versuchen, immer das Beste versuchen einfach. Weißt du, immer zu helfen und immer dies und immer das. Und wenn es dann Leute gibt, die so eine Leute fertig machen, ohne Grund. Einfach in irgendeine Schublade reinstecken oder beleidigen oder irgendwas machen oder so. Bro, da dreh ich durch. Also ich schwör dir, ich habe mich in meinem Leben körperlich auseinandergesetzt, eigentlich nur in solchen Situationen. Wenn ich gesehen habe, einer macht es mit jemandem oder so. Weißt du, was ich meine? So ist, aber ich sage, so 100% gute Menschen einfach, Bro, was redest du so einen Scheiß über die, Mann? Weißt du, was ich meine? So? Und ich meine, ich kenne dich nicht so gut, aber ich habe das Gefühl und mein Gefühl ist eigentlich immer richtig so. So. Ich fand es halt nur auch komisch, weil eigentlich, wir haben ja voll gut von über ihn auch geredet, weißt du, ich meine? Ja. In diesem Smash-Ding, ja, ich meine... Ja, das ist aber, du kennst ja auch die Vorgeschichte nicht so, weißt du, ja, wie ich meine, so, also aber mit mir und ihm, so, weißt du? Ja, okay, aber ich habe nichts Böses gesagt, ich habe noch gesagt, ja... Nee, gar nicht, gesagt, ja, gar im Gegenteil, du hast noch versucht, so ein bisschen so, auch wenn er optisch nicht dein Typ ist, hast du noch so ein bisschen so... Ja, seine Stimme, so. Dies, das, bla... Na klar, ich finde es eh schwierig auf Optik und ich fand jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass er total schlecht aussah, weißt du? Habe ich eben auch gesagt, das Bild, ja, was ich dir auch gezeigt habe, war auch nicht so schlecht. War fresh. Ja, ich habe ja noch... Der Bruder soll nur ein bisschen pumpen gehen, Dicker, Fokus auf sein Feld legen und dann geht's los, Bruder. Aber jetzt ist doch klar, wenn ich ihn jetzt treffen würde und mit dieser Energie und ich weiß, wie er menschlich drauf ist, das geht natürlich gar nicht. Und da würde auch kein Mensch mit so einem Menschen sein wollen. Okay, er kann entertainen, das ist richtig. Er wird auch Leute haben, die ihn supporten. Ja, aber das ist kein Entertainment mehr. Also ja, einfach so schlecht über Menschen zu reden, aber die er nicht kennt. So. Und die freuen sich darüber, weil die ihren Hass rauslassen können darüber. Ja. Und dann so ein Hasskommentar, ja, ja, geil, du hast die voll fertig gemacht, voll witzig. Und dann liest das jemand und der supportet das dann. Sagt, ja, Mann, der ist voll der Lustige und so. Mhm. Der macht die voll rund und so, guck mal, Leon. Und das sind die Leute, die... Menschen stehen halt auch leider darauf so. Das, ja, ist halt, Menschen stehen halt auch leider auf dieses so Roasten und fertig machen und so. Und ich bin halt komplett das Gegenteil. So, mir geht das richtig auf die Nerven, wenn Leute auch auf die Optik gehen oder so, weißt du? Wenn die Leute, ja, fertig machen wegen ihrer Optik. Oder es gibt ja auch Leute, man chillt am Strand oder so. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ah, guck mal, wie fett der ist und so. Ah, guck mal, die ist voll hässlich. Ah, guck mal, die hat voll den... Und da kriege ich so, wenn Leute von mir machen so, also eigentlich machen die es, weil ich ziehe eigentlich so eine Leute nicht an, aber manchmal ist man mit mehreren Leuten und wenn das Leute machen, ich sage, Bro, mach das nicht, Bro, das ist nicht gut. Warum? Damit ist doch... Also ich glaube auch nicht, dass das für dich selber gut ist, so für deine eigene Energie, einfach zu sagen, guck mal, wie hässlich der ist. Du kriegst alles zurück. Ich sage das auch immer wieder, dieser Zynik, was der raussendet, das kriegt der alles zurück. Also ich will nicht in seiner Haut stecken, weil er kann kein gutes Gewissen haben. So eine Menschen, die... Doch, der feiert das. Der fühlt sich geil. Der legt sich ins Bett und sagt sich, geil, Dicker. Diesen Leon und diese Justine habe ich gerade richtig hops genommen. Meiner Shisha so. Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie. Brutaler Typ. Krass. Oh Mann, ist das lustig. Was schreiben denn die Leute so? Das würde mich auch mal interessieren.